Sag mal so, es war nicht leicht zu gehen, aber ich habe schon die Zeichen gesehen hier. Als ich ein Haus kaufen wollte, dann habe ich den Zeichen ganz klar gesehen. Ich gehe nach Berlin. Ente, nein, nicht deswegen. Ich bin hinter meiner Frau, es ist eigentlich so die Geschichte meines Lebens, ich bin hinter meiner Frau, ja. Aber ich bin ganz glücklich im Schatten. Ja. Ich find irgendwie so, das Ding im Moment ist, was mich sehr beschäftigt hat. Irgendwie so. Und diese Clubtour war wirklich so ein bisschen so, komm, lass uns ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Weil wenn man jetzt, guck mal, das ist, ich bin ja nicht doof, ne? Also ehrlich, ich merke schon ein paar Dinge. Aber mir wird gesagt, es war ganz wichtig, wenn du irgendwie so bewerben würdest, dass wir dann nächstes Jahr hier Wiener spielen. Ich sage, klar, merke ich mir. Nee, es ist halt ganz wichtig, weil wir würden gerne halt, wie die Leute, die hier sind, sagen. Ich würde, die Leute, die hier sind, sind wahrscheinlich sowieso da. Aber das ist bei meiner Promoter offensichtlich nicht angekommen. Und ich habe ihm erzählt, auch die Hälfte von den Zeiten, die er haben wollte, ich glaube, es war ein A12 oder irgendwas. So ungefähr der Hintergrund. Also, bevor ich das einmal vergesse, ich sag's euch. Ja. Am 29. April 2024 freue ich mich sehr, dass wir in der It's a fucking dream come true, dass wir hier spielen. Ihr lacht, wenn ich das sage. Ja. Aber ganz ehrlich, ich bin damit aufgewachsen in irgendeinen kleinen Kneipen. Da habe ich meine Miete irgendwie so verdient. Und da war ich super happy. Und Freiburg, ja. Aber Hamburg ist auch geil. Und dann haben wir unsere Miete verdient und es war nicht voll. Das war vielleicht fucking 30, 40 Mann. Wir haben auf das größte Festival in Deutschland gespielt. Da waren 50 Mann. Ohne Shit. Also ich habe ziemlich, also wenn ich dann hier reinlaufe und es ist nicht mal Platz dahinter für noch eine Person, ich bin unglaublich stolz. Ich freue mich auf Barclay, aber ich freue mich auch auf Barclay.